Film, auf den ich sehr gespannt war. Die Wand. Ein österreichischer Regisseur, Julian Roman Pölzler, hat diesen Film gemacht und es ist eine Romanverfilmung. Das Buch von Marlene Haushofer, das gleichnamige Die Wand, hat er verfilmt. Eine echte Herausforderung, denn das Buch hat mich damals sehr fasziniert. Es ist ein Roman, in dem es darum geht, dass eine Frau in den österreichischen Bergen zu Besuch ist, eines Morgens aufwacht und merkt, um sie herum hat sich über Nacht eine unsichtbare Wand aufgebaut. Sie ist also gefangen in diesem Tal, in diesen Bergen. Für sie sind nur noch ein paar Tiere da und die plötzlich überlebenswichtig werden. Sehr beeindruckende Geschichte, sehr beklemmend. Martina Gedeck spielt hier die Hauptrolle und eigentlich die einzige Rolle in dem Film und es ist ihm wirklich sehr gelungen, dem Herrn Pölzler diesen Film zu machen. Wir haben ihn nach dem Film noch gesehen, er hat noch ein paar Fragen beantwortet fürs Publikum, unter anderem auch, warum er sich denn für eine bestimmte Musik als Soundtrack entschieden hat, nämlich Bach-Partiten. Hier die Antwort. Eigentlich wollte ich keine Musik. Ich habe mit Michael Haneke, der mich immer wieder im Schneideraum besucht hat und am Schneidertisch mit mir saß, gesprochen und er meinte, mach gar keine Musik. Das war mir aber dann doch ein bisschen zu extrem. Und dann habe ich Julia Fischer gehört mit ihrem Konzert im Wiener Musikverein Bach-Partiten. Und ich habe ja immer gesucht etwas, für mich ist diese Musik ja keine Musik, sondern eine andere Ebene der Voice-Over. Und so bin ich auf die Idee gekommen, drei Ebenen der Voice-Over einzuführen. Die erste ist die Stimme von der Frau, die zweite ist Julia Fischer mit den Bach-Partiten, also die Bach-Violin-Solo-Partiten. Und das dritte war die Ebene der Stille, wo gar nichts zu hören ist. Die Mischung dieser drei Ebenen funktioniert in der Tat sehr gut, vor allem die vielen Voice-Over-Stellen langweilen überhaupt nicht und man bleibt die ganze Zeit gefesselt und gespannt, wie es dann wohl weitergehen wird. Julian Pölzler hat erzählt, dass er sehr lange daran gearbeitet hat, diesen Roman in einen Film umzusetzen. Ein Vierteljahrhundert hat es gedauert, von der Idee bis zum endgültigen Film. Ich habe ihn gefragt, wann wusste er denn, wie er diesen Roman letztlich in den Film bringen würde? Das war ein Wandlungsprozess. Also für mich geht es ja ganz stark in dem Roman um Verwandlung. Und dieser Verwandlung war ich und meine Idee in der Umsetzung auch unterworfen. Aber ich hatte schon klare Vorstellungen. Und es gibt eine sehr interessante, lustige Episode. Ich hatte ja vorher nur in Deutschland und in Österreich ja, ein Feedback. Und dort war es immer so, dass alle gesagt haben, ja, aber die Szene ist meine Lieblingsszene im Roman. Warum ist die nicht im Drehbuch? Und da bin ich drauf gekommen, dass ich ein Feedback braucht von Leuten, die den Roman nicht kennen. Und dann haben meine Produzenten vorgeschlagen, ich soll in den angloamerikanischen Raum gehen. Das hat mich natürlich sehr interessiert, weil mich der amerikanische Zugang zu dieser Geschichte sehr interessiert hat. So bin ich an David und Janet Peebles gekommen. Ja. Die haben für Blade Runner den Oscar gekriegt und Unforgivable mit dem Clint Eastwood haben sie das Drehbuch geschrieben. Die waren ganz begeistert von meinem Drehbuch. Und bei dem ersten Treffen haben die gesagt, Julian, that's a great story, the best script we read this year, except our own. Da habe ich dann aber gesagt, ich glaube, das Tolle ist der Plot, das ist Marlene Haushofer. Und dann bin ich bei Sid Field, ich nehme an, viele hier im Publikum kennen ihn, den großen Script Dr. Bart gelandet. Und der hat mich angeschaut, nachdem er das Drehbuch gelesen hat, ich bin zu ihm nach Los Angeles geflogen, hat mir tief in die Augen geschaut. Und er hat gesagt, Julian, it's a great script, but in the end, when there is action, you want to turn into slow motion. That's a deadly sin. That's a deadly sin. Da habe ich gesagt, sieh, ich will keinen amerikanischen Film machen, ich will einen europäischen Film machen, einen deutschen, einen österreichischen, einen Julian Roman Pölzler Film. Und da ist das so. Julian Pölzler, Die Wand, ein Film unbedingt empfehlenswert, oder? Auf jeden Fall, der Film war so bedrückend, richtig gehend unheimlich, also wirklich stark und der geht einem lang nicht aus dem Kopf, muss man wirklich sagen. Ja, am Nachmittag waren wir bei Mike Lee, der Jurypräsident ja auch dieses Jahr von der Berlinale, bei einer Podiumsdiskussion. Er ist bekannt geworden durch die Filme Vera Drake, Naked, Happy Go Lucky, jetzt um einen von seinen neueren zu nennen. Und was ihn eigentlich insbesondere auszeichnet, ist, er hat wahnsinnig realistische Dialoge. Es ist einfach so echt bei ihm wie wirklich aus dem Leben gegriffen. Und das war eigentlich auch so das Oberthema von der Diskussion.
wie schafft er es, das so authentisch hinzukriegen, diesen Realismus zu erzeugen? Und er hat viel erklärt, dass er oft nur mit sehr grobem Drehbuch am Anfang arbeitet, viel mit den Schauspielern arbeitet, viele Proben macht. In dem Moment, wo gedreht wird, aber steht es wirklich fest, dann ist es nicht mehr improvisiert. Aber sie erarbeiten sich so die Szenen nach und nach. Das hat er sehr launig geschildert. Also ein reifer Mann, tolle Filmausschnitte und ein Mann mit tollem Humor einfach. Auf jeden Fall sehr sympathisch. Und was ich auch sehr sympathisch fand, dass auch ein Regisseur wie Mike Lee, der wirklich etabliert ist, immer noch zu kämpfen hat, Geld für seine Filme zu finden, weil er eben sagt, ja, er hat am Anfang vor allem eine Idee und noch kein fertiges Drehbuch. Und zu sagen, ich habe keine Schauspieler, ich habe kein Drehbuch, aber gib mir bitte das Geld, das ist natürlich schwierig. Er hat aber mit einem sehr versöhnlichen Satz geendet. Er sagt nämlich eigentlich die Hoffnung für junge Filmemacher, dass auch in der Zukunft der Film auf jeden Fall weiterleben wird. Und das ist doch ein schöner Schluss.